Thank you.
Giacchino. Er wird gleich wieder von Liebe und Ehe zu reden beginnen und ich muss mich kalt und spröde stellen. Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein, wir können vertraulich nur plaudern. Es wird ja nichts Wichtiges sein, ich darf bei der Arbeit nicht zaudern. Ein Wörtchen, du trotzige Du. So sprich nur, ich höre er zu. So sprich nur, ich höre er zu. Ich höre er zu, ich höre er zu. Wenn du mir nicht freundlich erblickest, so bring ich kein Wörtchen hervor. Und wenn du dich nicht in mich schickest, dann straf ich mir voll mit mir vor. Ein Weilen, so ich höre ich zu, dann lass so ich dich so wieder in Ruhe. Dich gewählt, verstehst du? Das ist ja doch klar. Und wenn wir dein Ja-Wort nicht fehlen, was meinst du? So sind wir ein Paar. Wir könnten in wenigen Wochen recht schön, du bestimmst schon die Zeit, du bestimmst schon die Zeit. Wir könnten in wenigen Wochen, in wenigen, wenigen Wochen. Da war ich so herrlich in der Mann im Mann.
sagte ihm, es könnte ja heute noch sein. Oh weh, er verbittert mein Leben, jetzt, morgen und immer, immer nein, nein, und immer nein, nein, und immer nein, nein, nein. Anzusehen willst du mir wehren, auch das noch, auch das noch. Du hast mir so oft doch versprochen. Versprochen? Nein, das geht zu weit, nein, das geht zu weit, nein, das geht zu weit. Du hast mir so oft doch versprochen, versprochen, so oft doch versprochen. Nein, das geht zu weit. Zum Henker das ewige Pochen. Es ist ihr im Ernste schon lang, im Ernste schon lang. Es war ihr im Ernste schon lang. Es wird nicht gelang, es wird nicht gelang, es wird nicht gelang. Also wenn ich diese Türe heute nicht schon wenigstens 100 Mal auf und zu gemacht habe, will ich nicht Giacchino heißen. Giacchino, Giacchino! Hörst du? Der Vater ruft. Ach, lassen wir ihn ein wenig warten. Also, um auf unsere Liebe zurückzukommen... So, geh doch schon. Der Vater wird böse werden. Giacchino, hörst du nicht? Ja, ich komme schon. Na, was habt ihr? Was gibt es denn wieder zu zanken? Ach, Vater, er verfolgt mich immer mit seinen Heiratsanträgen. Geduld, Geduld, Giacchino. Verlangen, ja, auch das Verlangen durch ein
Eintracht nur der Herzen, kann man zufrieden sein, zufrieden sein. Mit Ernst ist nicht zu scherzen, drum rat ich euch, sagt nein. Sagt nein, mit Ernst ist nicht zu scherzen, drum rat ich euch, sagt nein. Was heißt in Sorgen scherzen? Ich aus meinem Herzen. Sie will ich nimmer teilen. Ich auf in den Sie scheint, sie scheint mir nicht zu scherzen. Sie sagt im Ernsten nein, sie sagt im Ernsten nein, sie sagt im Ernsten nein, sie sagt im Ernsten nein. Ich helfe dir. Ich muss gestehen, ich bin ein wenig müde. Der Schmied hatte auch an den Ketten so lange auszubessern, dass ich glaubte, er würde nicht damit fertig werden. Sind sie jetzt gut gemacht? Gewiss, recht gut und stark. Keiner der Gefangenen wird sie zerbrechen. Wie viel kostet alles zusammen? 12 Piaster ungefähr. Hier ist die genaue Rechnung. Gut, brav, du bist ein kluger Junge. Du kaufst alles wohlfeiler als ich. Ich hab dich aber auch mit jedem Tage lieber. Und sei versichert, dein Lohn soll nicht ausbleiben. Oh, glaub nicht, dass ich meine Schuldigkeit nur des Lohnes wegen... Still, meinst du, ich kann dir nicht ins Herz sehen? Ist
Cornelio. Wenn ich auch nicht weiß, wie und wo du auf die Welt gekommen bist, so weiß ich doch, was ich tue. Ich mache dich zu meinem Tochtermann. Wirst du es bald tun, lieber Vater? Ei, ei, wie eilfertig. Sobald der Gouverneur nach Sevilla gereist ist, haben wir mehr Muße. Den Tag nach seiner Abreise gebe ich euch zusammen. Den Tag nach seiner Abreise? Oh, welch neue Verlegenheit. Nun, meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles, was zu einer guten Haushaltung gehört. Man braucht auch Geld. Hat man nicht auch Gold benehmen, kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich vor das Leben, wahre Seelen stellt sich ein, ja, wahre Seelen stellt sich ein. Wenn's in den Taschen kein klingelt und rollt, da hält man das Glück an dem Fädchen. Ein Amt, hohe Würden, ein Amt, hohe Würden, verschafft dir das Gold, Juwelen und reizende Mädchen. Und reizende, reizende Mädchen. Das Glück dient wie ein Knecht für solch, es ist ein schönes, schönes Ding. Das Gold, das Gold, es ist ein schönes Ding, das Gold, ein schönes, schönes Ding, das Gold, das Gold. Dass nur Gold im Beutel lache, jedes Erdenglück ist ein. Stolz und Übermut und Rache werden schnell befriedigt sein, werden schnell befriedigt sein. Drum ist auch Fortuna den Reichen so hold. Sie tun ja nur, was sie wollen, verhüllen die Handlungen. Verhüllen die Handlungen künstlich mit Gold, worüber sie schämen sich sollten. Worüber sie schämen sich sollten. Das Glück dient wie ein Knecht umsold, es ist ein mächtig, mächtig Ding. Das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold. Ihr könnt das leicht sagen, Meister Rocco, aber ich behaupte, dass die Vereinigung zweier gleichgestimmter Herzen die Quelle des wahren, ehelichen Glückes ist. Oh, dieses Glück muss der größte Schatz auf Erden sein. Freilich gibt es noch etwas, was mir nicht weniger kostbar sein würde, aber mit Kummer sehe ich, dass ich es trotz all meiner Bemühungen nicht erhalten werde. Na, und was wäre denn das? Euer Vertrauen. Aber verzeiht mir diesen kleinen Vorwurf, aber oft sehe ich euch aus den unterirdischen Gewölben dieses Gefängnisses ganz ermattet zurückkommen. Warum erlaubt ihr mir nicht, euch dahin zu begleiten? Du weißt doch, dass ich strengsten Befehl habe, niemanden, wer es auch sein mag, zu den Staatsgefangenen zu lassen. Es sind ihrer aber gar so viele in dieser Festung. Du arbeitest dich ja zu Tode, lieber Vater. Sie hat recht, Meister Rocco. Man soll seine Schuldigkeit tun. Muss sich aber doch für seine Kinder zu erhalten suchen. Ja, ja, ihr habt recht. Diese schwere Arbeit wird mir doch endlich zu viel werden. Der Gouverneur muss mir erlauben, dich in die geheimen Kerker mitzunehmen. Indessen gibt es ein Gewölbe, in das ich dich wohl niemals werde führen dürfen. Vermutlich, wo der gefangen sitzt, von dem du schon einige Male gesprochen hast. Du hast es erraten. Ich glaube, es ist schon lange her, dass er gefangen ist. Es ist schon über 2 Jahre. 2 Jahre, sagt ihr? Er muss ein großer Verbrecher sein.
Oder er muss große Feinde haben. Das kommt ungefähr auf eins heraus. Hat man denn nie erfahren können, woher er ist und wie er heißt? Ach, wie oft hat er mir von alledem reden wollen. Für unser einen ist es am besten, so wenig Geheimnisse als möglich zu wissen. Darum habe ich ihn auch nie angehört. Nun, er wird mich nicht mehr lange quälen. Es kann nicht mehr lange mit ihm dauern. Großer Gott, lieber Himmel, wie hat er denn eine so schwere Strafe verdient? Seit einem Monat schon muss ich auf Pizarros Befehl seine Portion kleiner machen. Jetzt hat er binnen 24 Stunden nicht mehr als 2 Unzen schwarzes Brot und eine halbe Maß Wasser bekommen. Kein Licht mehr, kein Stroh, nichts, nichts. Oh, lieber Vater, führe Fidelio ja nicht zu ihm hin. Diesen Anblick könnte er nicht ertragen. Warum denn nicht? Ich habe Mut und Kraft. Mut, Sehnchen, Mut, hab immer Mut, hab immer Mut, dann wird dir's auch gelingen. Das Herz wehrt ab durch Gegenwart bei fürchterlichen Dingen.
Mut, dann geht es gut. Gestillt, gestillt wird euer Sehnen. Was hat der Mut? Und auf der Hut. Und auf der Hut. Und auf der Hut. Gebt euch die Hand und schließt das Band. Schließt das Band. In süßer Freude. Mann Tag und Nacht auf die Zugbrücke, ebenso viel im Hofe. Und jedermann, der sich der Festung nähert, werde sogleich zu mir gebracht. Ist etwas Neues vorgefallen, Rocco? Nein, Herr. Wo sind die Briefe und Depeschen? Hier sind sie. Immer Empfehlungen oder Vorwürfe. Wenn ich auf alles achten wollte, würde ich nie damit zu Ende kommen. Doch halt, mich dünkt, ich kenne diese Schrift. Lass sehen. Ich gebe Ihnen Nachricht, dass der Minister in Erfahrung gebracht hat, dass die Staatsgefängnisse, denen Sie vorstehen, Opfer willkürlicher Gewalt enthalten. Er reist morgen ab, um Sie mit einer Untersuchung zu überraschen. Seien Sie auf Ihrer Hut. Gott, wenn er entdeckte, dass ich diesen Florestan in Ketten liegen habe, den er längst tot glaubt. Doch, es gibt ein Mittel. Eine kühne Tat kann alle Besorgnisse zerstreuen.
im Gespräch zu sein. Nun ist es mir gelungen, den Mörder selbst zu locken. Nun ist es mir gelungen, den Mörder selbst zu locken. Den Mörder selbst zu locken. Ah, welchen Augenblick, die Rache werde ich kühlen. Dein Geschick mit seinem Herzen wühlen. Oh Wonne, großes Glück, schon war ich nah im Staube, dem lauten Spott zum Raube, dahin, dahin gespräch zu sein. Geworden, den Mörder selbst zu morden, in seiner letzten Stunde, den Stahl in seiner Wunde, die noch ins Ohr zu schreien, ins Ohr zu schreien. Triumph, 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 der Sieg ist mein. Ha, welchen Augenblick, werde ich kühlen, ich muss es dein Geschick, ich der Sieg ist fein, der Sieg ist fein, Triumph, Triumph, der Sieg, der Sieg. Steigen Sie mit einem Trompeter sogleich den Turm. Sehen Sie mit der größten Achtsamkeit auf die Straße von Sevilla. Sobald Sie einen Wagen von Reitern begleitet sich nähern sehen, lassen Sie augenblicklich durch den Trompeter ein Signal geben. Ich erwarte die größte Pünktlichkeit. Sie haften mir mit Ihrem Kopf dafür. Rocco! Jetzt! Alter! Alter! Jetzt hat es Eile! Dir wird dein Glück zuteile! Du wirst ein reicher Mann. Das geb ich nur daran, das geb ich nur daran. So sag doch nur in Eile, womit ich dienen kann, womit ich dienen kann. Du bist von kaltem Blute, von verzagtem Mute. Durch langen Dienst geworden. Ja, durch langen Dienst geworden. Was soll redet, redet, morden. Wie? Höre mich nun an. Du bietst, bist du ein Mann? Bist du ein Mann? Wir dürfen gar nicht säumen. Dem Staate liegt daran, den bösen Untertan schnell aus dem Weg zu räumen. O Herr! Dem Staate liegt daran, den bösen Untertan schnell, schnell aus dem Weg zu räumen. O Herr, stieß noch an, o Herr, stieß noch an. Wer darf nicht länger leben, sonst kriegst du nicht geschehen. Ich nehm ihm die Zapfer solche Leben. Ach, was darf ich, ich werde stehen. Ach, was darf ich werde stehen. Ich werde still. Mein Herr, das Leben nehmen, das ist nicht deine Pflicht, das ist nicht deine Pflicht, ich will mich selbst bekehren.
wenn dir's an Mut gebricht. Nun eile rasch und munter zu jedem Mann hinunter. Du weißt, du weißt, in kleiner Ferne, du gräbst in der Zisterne sehr schnell ein Grab. Und dann werd ich selbst vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstummt. Er stand bei den Kältern, er trug er lange Pein, ihn töten heißt ihn retten. Er darf es gewinn befreien. Jetzt, Alter, Alter, jetzt hat es Eile. Hast du mich verstanden? Du gibst ein Zeichen. Dann werd ich selbst vermummt mich in den Kerker schleichen. Ein Stoß! Und er verstummt. Er stirbt mit seinen Ketten, zerdrückt er deine Bein, sein Töten hat ihn retten. Dann werd ich bald zusammengeben will. Thank you.
geh, Marceline, und lass mich ein wenig allein. Was mag Pizarro inzwischen mit Rocco verhandelt haben? Was hat der Abscheuliche vor? Aber ich lasse meine Hoffnung nicht fahren. Mag mein Ziel auch fern sein, die Liebe wird es erreichen. Yeah.
Ich ersuchte euch schon einige Male, die armen Gefangenen, die hier unter der Erde wohnen, in den Festungsgarten zu lassen. Heute ist das Wetter so schön. Der Gouverneur kommt nicht hierher um diese Zeit. Kinder, ohne Erlaubnis des Gouverneurs. Aber er sprach so lange mit dir. Vielleicht sollst du ihm einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Du hast recht, Marceline. Auf diese Gefahren kann ich es wagen. So öffnet denn die leichteren Gefängnisse. Ich aber gehe zu Pizarro und halte ihn zurück, indem ich für euer Bestes rede. Thank you.
soll, haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Recht leise, haltet euch zurück. Jetzt, und wollt ihr eilen, ihr könnt ja morgen länger hier verweilen. Nun sprecht, wie ging's? Recht gut, zusammen raffte ich meinen Mut und trug ihm alles vor, und sollst du's glauben, was er zur Antwort mir gab? Die Heirat und dass du mir hilfst, will er erlauben, doch heute führ ich in den Kerker dich hinab. Wohin? Zu jenem Mann hinab,
dem ich seit vielen Wochen stets weniger zu essen gab. Ja, losgesprochen! Oh nein! So sprich, so sprich! Oh nein, wir müssen ihn doch viel befreien. Muss in einer Stunde den Finger auf dem Mund von uns begraben sein. Ist er tot? Doch dich noch nicht. Ist er zu töten dein? Ist er zu töten deine Pflicht? Nein, guter Junge, zittere nicht zum Morden. Zum Morden nimmt sich noch nicht. Nein, 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 nein. Der Gouverneur, der Gouverneur kommt selbst hinab.
rechtfertigt mein Vertrauen. Sonst fürchtet meine Wut. Jetzt eilet auf die Zinnen, besetzet ringt den Turm. Bald wird sein Blut verrinnen, bald krümmet sich der Wurm. Es kann ja auf uns bauen, und Fürst und Fürst auf unser Blut, und sie wird das Vertrauen, wir sind von Treu und Mut, und sie wird das Vertrauen, wir sind von Treu. Rechtfertigt mein Vertrauen, das schweigt auf eurer Hand, fürchtet meine Hand, auf euch, auf euch, auf euch, auf euch, auf euch, thank you.
Recht, hat recht getan.
diesem unterirdischen Gewölbe? Das ist natürlich. Es ist ja so tief. Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden. Da ist er. Wo? Dort, auf dem Steine. Er scheint ganz ohne Bewegung. Vielleicht ist er tot. Ihr meint es? Nein, nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist unmöglich, seine Züge zu unterscheiden. Gesagt habe. Wir brauchen nicht viel zu graben, um an die Öffnung zu kommen. Hole mir eine Haue und stelle dich hierher. Mir scheint, du zitterst. Fürchtest du dich? Oh nein, es ist nur so kalt. So mache fort. Im Arbeiten wird dir schon warm werden. Gegraben. Es wird nicht lang, er kommt herein. Es wird nicht lang, es wird nicht lang, er kommt herein. Sultan ist zu Knochen ab, seid gewiss zufrieden sein. Nur ruht dich fort, nur frisch gegraben, es wird nicht lang, er kommt herein. Selber spricht. Mein Vater, nein, ich rede nicht, ich rede nicht.
was er da mit sich selber spricht. Mein Vater, nein, ich rede nicht, ich rede nicht. Nur wurde ich fort noch frisch gegraben. Lass mich nur wieder Kräfte haben. Es wird nicht lange, er kommt herein. Lass mich nur wieder Kräfte haben. Ja, es wird nicht lang. Ja, ja, es wird nicht lang. Er kommt, es wird nicht lang, so kommt er ein. Ihm den Kopf in die Höhe gehoben. Ohne Zweifel wird er wieder 1000 Fragen an mich stellen. Nun, bald hat er es überstanden. Steig du statt meiner hinab und räume noch so viel weg, dass man die Zisterne öffnen kann. Was in mir vorgeht, ist unaussprechlich. Nun, ihr habt wieder einige Augenblicke geruht. Wie fände ich Ruhe? Diese Stimme. Wenn ich nur einen Augenblick sein Gesicht sehen könnte. Werdet ihr immer bei meinen Klagen taub sein, grausamer Mann. Gott, er ist... Was verlangt ihr denn von mir? Ich vollziehe die Befehle, die man mir gibt. Das ist meine Pflicht. Sagt mir endlich einmal, wer ist Gouverneur dieses Gefängnisses? Jetzt kann ich es ihm ja ohne Gefahr sagen. Der Gouverneur dieses Gefängnisses ist Don Pizarro. Pizarro! Er ist, dessen Verbrechen ich zu entdecken wagte. Wenn ihr mir dienen wollt, so schickt so bald als möglich nach Sevilla. Fragt nach Leonore Florestan. Gott, er ahnt nicht, dass sie jetzt ein Grab gräbt. Gebt ihr Nachricht, dass ich hier in Ketten liege. Es ist unmöglich, sage ich euch. Ich würde mich ins Verderben stürzen, ohne euch genützt zu haben. Wenn ich denn verdammt bin, hier mein Leben zu enden, so lasst mich nicht langsam verschmachten. Aus Barmherzigkeit gebt mir nur einen Tropfen Wasser. Ich kann euch nicht verschaffen, was ihr verlangt. Alles, was ich euch anbieten könnte, ist ein Restchen Wein, das ich im Kruge habe. Fidelio. Da ist er. Wer ist das? Mein Schließer und in wenig Tagen mein Eidam. Es ist freilich nur wenig Wein, aber ich gebe ihn euch gern. Du bist ja ganz... Bewegung, Fidelio. Wer soll es nicht sein? Ihr selbst, Meister Rocco. Es ist wahr. Der Mensch hat so eine Stimme. Sie dringt in die Tiefe des Herzens. Euch werde Mann, ich glaube, ich werde schon, um
Alles ist bereit. Ich gehe, das Signal zu geben. Oh Gott, gib mir Mut und Kraft. Wohin geht er? Ist das der Vorbote meines Todes? Nein, nein, beruhige dich. Oh, meine Leonore, so soll ich dich nie wiedersehen. Mein ganzes Herz reißt mich zu ihm hin.
Sei ruhig, sage ich dir. Vergiss nicht, dass es überall eine Vorsehung gibt. Ist alles bereit? Ja, die Zisterne ist geöffnet. Gut. Der Jüngling soll sich entfernen. Wer? Ich? Soll ich dem Gefangenen die Ketten abnehmen? Nein, aber schließe ihn vom Steine los. Die Zeit drängt. Ihr sterbe! Doch, er soll erst wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt. Der Rache dunkel sei zerrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht. Pizarro, den du stürzen wolltest. Pizarro, den du fürchten solltest. Steht nun als Brecher, als Brecher. So schlägt der Recht die Stunde, verdient der Schwab, die Schweine, der Sport, auf der Welt, der Licht, der Stunde, auf der Schweine, der Licht, der Schweine, der Sport, die Schweine, thank you.
ich kann mich noch nicht fassen. Zu denken wage ich's kaum, sie hat mich nicht verlassen. Es war kein Traum, sie war's, sie ist's, dort sank sie hin. O Gott, sie scheint sich kaum zu regen, weh mir, dass ich gefesselt bin. Mein Herz erliegt so vielen Schlägen. O Leonore, Leonore, dieses Herz dich drücken, o Leonore, komm zu mir.
Der Fluch der
der Hölle liegt. Verstrafen sei der Böse nicht, wir wurden schon unterbringt. Wenn nicht verstrafen, können wir nicht mehr nach Bestehen und Willen sind. Du grubst des edlen Mannes Grab jetzt, jetzt nie. Seine Fesseln an. Doch halt! Doch halt! Euch, edle Frau allein, thank you.
den Tagen vermengten sich die Nächte hier. Ihr Alter, wisst es, sagt es mir, 2 Jahre sind's, ich irre nicht. So höre denn, du Bösewicht, du konntest dich an seinen Leiden 2 schreckensvolle Jahre weiden. Du wirst von allen Seelen sein, dein Leben durch gespielt sein. Und so gelingt es dir, Herrschaft, so gelingt, so gelingt. Lasst uns zu ihm eilen, er wird mit mir die Wonne teilen. Er folgte Unschuld zu befreien. Stimmt mit unserem Jubel ein.
wird es Gott sein, Retter wird es Gott sein, ja, Retter.